Das Wesentliche, was wir alle brauchen, ist sozusagen die Adaptionskompetenz, die Synchronisationskompetenz. Das heißt, auch jetzt sagen während Corona alle zurück zur Normalität. Nein, die gibt es nicht mehr. Ja, es wird immer Neues geben. Nach Corona kommt was anderes. Ja, jetzt kommt die künstliche Intelligenz viel mehr in unsere Berufe. Viele werden wegfallen, neue werden kommen. Wir müssen lernen, sozusagen uns mit Unvorhersehbarkeit, mit Überraschungen und Neuigkeit anzufreunden. Herzlich willkommen zum Karrierecoach. Heute haben wir den Direktor des Instituts für Zukunftspsychologie und Zukunftsmanagement an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien zu Gast. Herzlich willkommen, Thomas Drujen. Hallo, Frau Rosenberg. Herr Drujen, es ist ja einfach so, die Welt verändert sich immer. Und das war auch schon immer so, also alle Generationen vor uns und auch alle Generationen, die nach uns kommen werden, müssen sich immer mit Umwälzungen und mit Umbrüchen herumschlagen in dem Sinne. Und das ist, glaube ich, für verschiedene Personen unterschiedlich schwer. Aber Sie haben eine Studie gemacht zu der Wandlungsfähigkeit auch von Nationalitäten, was ich sehr interessant finde. Und da haben Sie eine Studie gemacht zu der Wandlungsfähigkeit der Deutschen. Da interessiert mich natürlich, wir müssen uns ja alle Umbrüchen stellen. Und mit welchem Material arbeiten wir Deutschen denn? Also wie wandlungsfähig sind wir? Ja, Frau Rosenberg, also die Studie über die Veränderungsfähigkeit der Deutschen hat ein ganz klares Ergebnis gezeigt. Wir sind, etwas profan gesagt, Belastungsweltmeister. Keine Kultur, Frauen wie Männer und Jugendliche sind bei uns in der Lage, mit größten Herausforderungen und Problemen, wenn sie da sind, wenn sie existieren, fertig zu werden. Das ist außergewöhnlich. Wir haben mit Kranken, wir haben mit Menschen gesprochen, die wirklich Schicksal erlitten haben. Trotzdem gibt es diesen Willen, sich zu fokussieren. Ja, man sieht irgendwie, die meisten jedenfalls, extrem nachhaltig Licht im Tunnel, wenn ich es mal so sagen darf. Das hat sich in allen Fragekonstellationen bewiesen. Ein Hinweis ist noch wichtig, alle Fragen, die wir im Rahmen dieser Zukunftsnavigation stellen, sind Fragen in der Zukunft, 10, 15 Jahre in die Zukunft, damit die Antworten aus der Imagination, aus der Antizipation und aus der Prävention kommen und nicht sozusagen schon 50 Mal bedacht sind und man sozusagen nur Stereotype abruft. Ja. Also eine große Resilienzkompetenz bei uns in Deutschland. Alles Psychische hat natürlich immer auch zwei Seiten. Und die Rückseite dieser großen Kompetenz ist Zukunftsaversion, Zukunftsängste. Ja? Das ist sozusagen ein Manko. Und bezogen auf Ihre Frage, wenn sich die Zeiten verändern, wenn sie sich schneller verändern, dann ist das unter Umständen ein Nachteil. Und da müssen wir etwas tun. Ein Hinweis vielleicht noch. Ich glaube, dass sich, wie Sie gesagt haben, die Zeiten immer verändern maximal. Aber diese Zeiten jetzt halte ich für einmalig. Noch nie hat es eine solche exponentielle Revolution gegeben. Noch nie hat es plötzlich Plattformen wie Google, Amazon, Algorithmen, Big Data gegeben, sodass sich unsere Wirklichkeit nachhaltig, unfassbar verändert. Ja? Also wenn wir heute jemand erzählen würden, vor 30 Jahren, was heute unser Alltag ist oder wie wir mit Corona umgegangen sind, Impfstoffe in 9 Monaten, das wäre ja ohne Big Data und ohne Algorithmen und ohne künstliche Intelligenz gar nicht denkbar. Also wir müssen unsere Veränderungsfähigkeit, gerade wenn man Karriere machen will, beschleunigen und wir müssen nach den richtigen Tools suchen. Weil in unseren Schulen und Universitäten wird das meiner Ansicht nach noch nicht angemessen vermittelt. Ich rede da von Adaptionskompetenz. Ja, also ich habe auch den Eindruck, dass natürlich das Tempo beschleunigt sich so wahnsinnig doll. Also die Dinge haben sich schon immer entwickelt, aber das tun sie mittlerweile tatsächlich in einer Geschwindigkeit, bei der einem dem einen oder anderen wahrscheinlich die Ohren schlackern.
Ich interessiere mich auch ganz doll dafür, wie es bei Ihnen eigentlich ist. Also Sie forschen ja ganz viel zur Wandlungsfähigkeit, zu Zukunftsszenarien. Da frage ich mich, wie es bei Ihnen selbst aussieht. Also gibt es wirklich auch Momente, obwohl Sie ja sehr viel reflektieren über diese Dinge, wo Sie merken, ich komme da nicht mit. Hatten Sie wirklich schon Momente, wo es Ihnen wahnsinnig schwer gefallen ist, sich an Wandel, an Veränderung zu gewöhnen? Absolut, super Frage, die hört man wirklich fast nie. Ich würde so anfangen. Bei uns die Veränderungsfähigkeit, wenn ich auf die Studie zurückkomme, nochmal allgemein, wir haben ja Jahrzehnte sehr erfolgreich gearbeitet, indem wir versucht haben, perfekt zu sein, indem wir versucht haben, Fehler zu vermeiden. Ja? Das war ja sozusagen eines unserer Qualitätserzeugnisse. Heute sind aber Fehler die notwendigen Bausteine des Lernens, weil sich alles so schnell verändert. Ja, das ist eine kulturelle Umwandlung, die ist wahnsinnig aufwendig. Vor allen Dingen, wenn man älter ist. Und da komme ich jetzt dazu. Ja, ich gehöre zu einer älteren Generation. Ich habe das Glück, dass ich permanent mit Jüngeren zusammen bin an den Universitäten. Das hat mir extrem geholfen, obwohl ich niemals, wie mein Sohn, 14 Jahre alt, ein authentisches, organisches und biologisches Verhältnis zur Technologie bekommen. Ich muss immer noch nachdenken. Ja? Bei den jüngeren Generationen, Digital Natives, ist das schon Autopilot. Und diese Erfahrungen haben die älteren Generationen nicht. Das heißt, 70% aller Politikerinnen und Politiker, ein überwiegender Teil aller Unternehmer und Unternehmerinnen haben diese Native-Erfahrung nicht. Das heißt, deshalb haben wir meiner Ansicht nach auch diesen Nachteil im Unternehmerischen, ja, dass wir bei der Digitalisierung absolut hinterherhinken. Und bei der Digitalisierung der Bildung haben wir ja jetzt während Corona gesehen, ein Desaster. Ja. Also wir reden hier nicht über ein Kürthema, sondern wir sind hier bei der Veränderungsfähigkeit, stoßen wir auf die Grundfeste unserer Gesellschaft und die Beschleunigung muss radikaler werden. Für die jüngeren Leute ist dann auch gar kein Gefühl der Beschleunigung. Ja, wie halt die gehen im Schlaf mit diesen Dingen um. Das heißt, die Generationen sind meiner Ansicht nach auf eine völlig neue, auf Augenhöhe existierende Form der Zusammenarbeit fokussiert. Das müssen sie leisten. In Familienunternehmen sollte man auch den 17-, 18-, 19-Jährigen zuhören. Wenn ich aber jetzt 30 Jahre als Patriarch total erfolgreich war, ja, und plötzlich erzählt mir einer was von KI, dann denke ich ja erstmal, entschuldige mal bitte, ich habe hier alles geschaffen, was erzählst du mir? Ja? Also wir reden von wirklich psychologischen Herausforderungen, die meiner Ansicht nach gemeistert werden müssen. Ich möchte gleich mit Ihnen darüber sprechen, was wir lernen sollten, wo wir gucken, dass wir umdenken, damit wir richtig gut aufgestellt sind auf dem Arbeitsmarkt. Aber davor interessiert mich eben, weil Sie ja auch zu den psychologischen und den neuronalen Begleiterscheinungen forschen, die all solche Zukunftsszenarien auf uns haben. Also das Thema Digitalisierung, das Thema künstliche Intelligenz und vielleicht auch das Thema demografische Entwicklung. Was passiert denn damit? Also wenn wir an diese Dinge denken, was passiert da in unserem Hirn? Gutes Beispiel. Nehmen wir ein 8- oder 9-jähriges Mädchen und einen 8- oder 9-jährigen Jungen. Die haben heutzutage schon 4, 5, 6 Jahre Erfahrung im Umgang mit Smartphones und technischen Geräten. Spielerisch, auch wenn die Eltern aufpassen, verantwortungsbewusst. Ja. Die spielen damit wie mit einem Spielzeug. Ohne Angst, ja, wie es bei den Älteren der Fall ist, dass man was Falsches anklickt und so weiter. Ja. Das heißt, auch da hat sich das Gehirn ganz anders synaptisch vernetzt. Das sind ganz andere Strukturen. Ja, die haben die älteren Generationen gar nicht. Erster Punkt. Zweiter Punkt, mit dieser Natürlichkeit, mit dieser biologischen Normalität, ja, mit diesen Dingen umzugehen, ja, auch mit der Privatsphäre übrigens, ja, die Preisgabe persönlicher Daten wird da als etwas Natürliches empfunden, erstmal in jüngeren Jahren. Ja. Das ist etwas, da erwächst eine Kompetenz, die Generationen über 40, 50, 60, 70 überhaupt nicht haben. Das heißt, zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte sind 8-, 9-Jährige, sozusagen, wenn ich von Autorität und Hierarchie ausgehe, ihren Großeltern überlegen und vielen auch noch ihren Eltern. Heute gibt es auch 5 Generationen, sind ja schon die Urgroßeltern. Ja. Das ist etwas, was wir bedenken müssen, was viel zu wenig diskutiert wird.
auch im Umgang, sage ich mal, mit Lehrern oder Karriere mit Chefs. Ja, plötzlich habe ich einen Chef oder einen Vorstand, einen Geschäftsführer. Ja, ich bin Digital Native und der kommt mit den Dingen gar nicht zurecht und der weiß gar nicht, wovon ich rede. Ja, jetzt mal ganz runtergebrochen. Also da, wir sind in einem Umbruch, der in dieser Weise noch nicht da war. Und hier geht es ganz genau darum, dass sich unterschiedliche Kompetenzen, gerade was Unternehmertum und Karriere angeht, gegenseitig tolerieren in den unterschiedlichen Kompetenzen. Ja. Und das fällt oftmals Älteren schwer, vor allen Dingen, wenn man die Erfahrung des in Anführungszeichen Autoritären über Jahrzehnte kultiviert hat. Oder ganz banal gesagt, gucken wir uns heute 10-jährige Schüler an, ja, die im Schlaf mit iPad und allem umgehen können, die plötzlich Lehrer vor sich haben während der Pandemie, die diese digitale Kompetenz überhaupt nicht haben. Ja. Wie sollen die jetzt diesen Lehrer ernst nehmen oder diese Lehrerin? Verstehen Sie, wir haben hier eine schwerwiegende sozusagen Interferenz zwischen Kompetenz und Neuem. Und jetzt konkret, wir möchten gerne allen, die zuschauen, was Konkretes an die Hand geben. Was brauchen wir denn? Also wenn wir jetzt vom Idealfall ausgehen, was brauchen wir, damit wir in Zukunft richtig gut aufgestellt sind auf dem Arbeitsmarkt? Also das ist natürlich von Generation zu Generation unterschiedlich. Ja. Die Jüngeren haben eine gewisse spielerische Kompetenz schon, ja, die teilweise auch mit Kenntnis von Programmierung etc. ausgestattet ist. Ja. Aber das Wesentliche, was wir alle brauchen, ist sozusagen die Adaptionskompetenz, die Synchronisationskompetenz. Das heißt, auch jetzt sagen wir an Corona alle zurück zur Normalität. Nein, die gibt es nicht mehr. Ja, es wird immer Neues geben. Nach Corona kommt was anderes. Ja. Jetzt kommt die künstliche Intelligenz viel mehr in unsere Berufe. Viele werden wegfallen, neue werden kommen. Wir müssen lernen, sozusagen uns mit Unvorhersehbarkeit, mit Überraschungen und Neuigkeit anzufreunden. Weil wir suchen immer, gemäß unserer großen Resilienz, suchen wir immer nach Verlässlichkeit, nach Orientierung, nach Sicherheit. Wir müssen viel flexibler werden. Und das kann man natürlich trainieren. Es gibt Dutzende von Angebote. Das Thema Agilität ist in aller Munde, aber man muss es wirklich machen. Ja, wenn ich einen Kurs besuche zum Thema Agilität, dann habe ich einfach zu wenig verstanden. Das heißt, die Flexibilität, und das kann man auch neuronal trainieren. Banal gesagt, Menschen, junge Leute, Ältere vor allen Dingen, sollten sich mit Science-Fiction-Literatur beschäftigen. Da gibt es Romane, die sind 100 Jahre alt, die haben die Welt, in der wir sind, schon lange vorhergesehen. George Lucas, Star Wars, ja, gucken Sie sich die Filme an. 30% der Geräte, die wir heute haben, haben sich da Autoren ausgedacht. Ja. Mhm. Also es geht, und deshalb haben wir auch diesen Zukunftskompass entwickelt. Es geht darum, nach vorne zu denken, 10 Jahre in die Zukunft, Selbstgestaltung, auch Karrierepläne zu machen. Und ein Karriereplan ist nicht dazu da, dass der 1:1 erfüllt wird, sondern dass man damit eine gewisse Form der Weiterbildung im Kopf hat, immer damit rechnen, dass morgen alles anders werden kann. Ja? Und dadurch nicht unter Stress geraten. Weil das ist die größte Krankheit, die uns den Atem und auch die Denkfähigkeit und die Fühlfähigkeit nimmt. Ja? Je mehr wir Stress haben, weil die Dinge sich verändern, umso weniger können wir auf unsere Vermögenskompetenz zugreifen. Mhm. Also ich bin da wirklich guter Dinge. Wir müssen auch nur lernen, natürlich die Älteren, ich gehöre ja auch zu der Generation, jetzt beinahe ist ja schon die Rente in Sicht, ja, auch wenn ich sie nicht in Anspruch nehmen werde und weiterarbeite natürlich. Ja. Man muss sich ständig verwandeln. Das war auch die Frage, die Sie mir eben persönlich gestellt haben. Ja. Ja. Ich mache heute Dinge, die ich vor 5 Jahren niemals erwartet hätte. Ja. Ja, und so wird es weitergehen, weil das ist eine Notwendigkeit. Ja. Herr Druyen, dann bedanke ich mich für dieses interessante, für dieses spannende Gespräch. Und es interessiert uns natürlich auch Ihre Meinung als Zuschauer. Wie blicken Sie denn auf die Zukunft? Macht es Ihnen Angst oder sind Sie richtig neugierig? Haben Sie das Gefühl, früher war alles einfacher oder wird mit der Zeit einfach alles nur noch besser? Schreiben Sie uns das sehr gerne unten in die Kommentare und vor allem abonnieren Sie auch gerne unseren Kanal, denn dann verpassen Sie keines unserer neuen Videos. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!